Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir ein gesundes, leckeres Fünffelderbrot. Warum heißt das so? Ganz einfach, da ich Getreide von 5 verschiedenen Feldern drin habe. Ich dachte, das sei noch ein origineller Name. Und ich starte zuerst mit den Vorstufen. Ich habe hier ein Quellstück. Hier im Gefäß sind 175 Gramm Wasser. Dazu gebe ich 30 Gramm Braunhirse. Du kannst auch Goldhirse verwenden, wie du lieber willst. Hirse ist reich an Spurenelementen und Mineralstoffen. Zudem hat Hirse einen hohen Eiweißgehalt. Im anderen Gefäß stelle ich mir einen Vorteig her. Klassisch, hier habe ich 5 Gramm aktiven Grundsauer, Weizen-Anstellgut, Starter. Gebe ich 65 Gramm Wasser dazu, warmes Wasser. Schlemme mir beides zusammen einmal auf. Und gebe im Anschluss 85 Gramm Weizenmehl Typ 1050 dazu. Das ist bei uns in der Schweiz das Ruchmehl. Alles zu einem Teig mischen. Kannst du in der Schüssel machen oder direkt auf dem Tisch. Wenn Teig entstanden ist, in ein hohes Gefäß rein. Kurz klopfen. Mit einem Gummiband markieren. Dann kann ich die Entwicklung gut verfolgen. Auch vorteilhaft ein hohes Gefäß, dann sehe ich es besser. Vorteig lasse ich mir in der Küche mit dem Quellstück zusammen 8 bis 12 Stunden stehen. Falls du schon jetzt weißt, du hast keine Zeit nach 8 bis 12 Stunden, kannst du den Vorteig auch einfach nach 3-4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dann hast du bis 24 Stunden Zeit weiterzufahren. 12 Stunden später, Quellstück ist ready, Vorteig auch. Guck mal, wie schön, dass der hochgegangen ist. Wunderbar, genauso muss das sein. Hier habe ich 5 Gramm Frischhefe, 5 Gramm Salz und hier die 4 weiteren Felder. Ich habe 40 Gramm helles Roggenmehl, alternativ kannst du auch dunkles Roggenmehl nehmen. 50 Gramm Urdinkel Weißmehl. 150 Gramm Weizenmehl 1050, wieder Ruchmehl und 30 Gramm Buchweizenmehl. Sehr reich an Vitamin E und Vitamin B1. Und jetzt kommt einfach alles zusammen in die Küchenmaschine. Hier beim Quellstück habe ich mir gleich die Wassermenge so portioniert, dass ich kein Wasser mehr dazugeben muss. Als erstes in die Küchenmaschine rein, den Vorteig dazu. Es gibt das wunderbare Aroma rein. Und zum Schluss unsere 4 Getreide. Küchenmaschine schließen. Hier habe ich Roggenanteil und Dinkelanteil drin. Darum eher auf tiefer Stufe kneten. Wenn ich den überknete, wird er sofort weich und klebrig. Ich beginne jetzt etwa 5-6 Minuten auf tiefer Stufe zu kneten und danach noch für 1-2 Minuten das Tempo ein bisschen erhöhen. So, der Teig ist schön geknetet, eher ein bisschen festerer Teig wieder. Das muss aber genau so sein. Teigbecken ausfetten. Teig rausnehmen, schön trockener Teig, zudecken und 180 Minuten aufgehen lassen, 3 Stunden und in der Zwischenzeit etwa 3-mal stretchen und falten. Nach 30 Minuten das erste Mal stretchen und falten, das funktioniert jetzt wunderbar, hier muss ich keine nassen oder mehligen Hände machen, der Teig ist schön trocken, von überall in die Mitte reindrücken, zudecken und das Ganze noch 2-mal wiederholen. 3 Stunden später, Teig ist bereit zum Formen, habe ich mir wie immer noch 2-mal gestretcht und gefaltet. Schön stabiler Teig sieht man schon jetzt. Nehme ich mir raus auf den Tisch. Der wird jetzt geformt. Dazu oben klassisch durchs Mehl durchfahren. Immer so umdrehen, damit ich oben eine glatte Fläche bekomme.
Wenn es oben schön glatt ist, wische ich das Mehl weg, ziehe mir so nach hinten durch, seitlich ein bisschen einklappen, damit ich so ein Rechteck bekomme. Und dann kann ich mit den Händen so aufziehen und leicht noch länglich rollen. Setze ich mir hier ein bisschen ins Mehl rein. In der Zwischenzeit mache ich mir hier die Streumischung. Hier nehme ich eine Handvoll Goldhirse, wenn du hast. Du kannst auch normale Hirse nehmen. Dann nehme ich noch die Braunhirse, die ich schon im Teig habe. Und noch eine Handvoll Haferflocken. Kleine Haferflöckchen. Theoretisch wäre es jetzt schon ein Sechsfelderbrot. Aber Haferflocken, die sehen erstens richtig cool aus, zweitens wirklich auch gesund. Super Mineralstoffe, vor allem Magnesium haben wir hier drin. Kippe ich mir auf den Tisch. Im Anschluss den Teig mit etwas Wasser bestreichen und richtig kräftig in der Streumischung wenden. Mehl auf ein Teigtuch absetzen, ein bisschen zuziehen, damit das nicht zu fest in die Breite geht. Und das lasse ich mir jetzt noch einmal 30 bis 40 Minuten hier in der Küche aufgehen. In der Zwischenzeit heize ich mir den Ofen auf 230 Grad vor. Ab in den Ofen damit, gebe ich mir direkt auf den Schießer. Ist ein bisschen ein festerer Teig als das Panna Valle Maggia. Schöner zum Verarbeiten, geht einfacher. Jetzt nehme ich ein scharfes Messer und ziehe einfach einmal übers Brot durch. Klinge ablegen, nicht gerade und einmal schön durchziehen. Heute backe ich mal wieder im Brofen. Alternativ kannst du statt den Brofen, wenn du keinen hast, einen Gusseisentopf nutzen. Das Brot lässt sich auch auf dem Backblech backen oder Pizzabackstein. Da musst du einfach noch zusätzlich Dampf in den Ofen geben. Kuppel abheben, Teigstück in der Mitte platzieren, Kuppel wieder drauf, Türe schließen und erstmal bei 230 Grad für 40 Minuten backen. So, wunderbar sieht es aus. Kuppel entfernen nach 40 Minuten. Guck dir mal dieses schöne Brot an, sieht schon richtig gesund aus. Temperatur auf 200 Grad reduzieren und noch 5 bis 10 Minuten knusprig ausbacken. Raus damit! Wieder eine Freude. Guck dir diesen schönen Ausbund-Ausriss an. Seitlich richtig schön knusprig durch die Haferflocken und die Hirse. Richtig genial. Aufs Brett damit, anschneiden. Und man hört es, wieder eine schön knusprige Kruste. Schöne Krume, ist natürlich jedes Mehl drin, das macht es ein bisschen leicht kompakter, aber das bleibt dann umso saftiger und wir haben hier trotzdem eine schöne Lockerung drin. Mal reinbeißen. Richtig lecker, mit der knusprigen Kruste, dann noch die abgerösteten Haferflocken und Hirsekörner. Innen drin auch die Hirse, es gibt einen schönen Crunch rein, dann kommt auch schon leicht die Säure. Und mit dem Aromaprofil der verschiedenen Mehle wunderbar leckeres Brot. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Unbedingt eine Rückmeldung schreiben zu diesem Rezept. Findest du es cool? Soll ich noch mehr mit verschiedenen Getreide arbeiten? Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.